Hallo, heute sprechen wir über die Industriemeister-Basisqualifikationsprüfung BQ NTG 2016-2 und besprechen wollen wir dort die Aufgabe 6. Und bei der Aufgabe 6 geht es um einen Motor, der eine bestimmte Energiemenge abgibt und so weiter und so weiter. Ich versuche das mal wieder in einer Skizze unterzubringen. Und mein Motor, der sieht eben so aus, dass wir irgendeinen Energieträger zuführen müssen. In diesem Fall ist uns gegeben, dass dort Diesel eingebracht werden soll. Diesel. Und die Menge, die uns angegeben wird, steht in der Aufgabenstellung mit, und ich rechne das gleich mal um, mit 0,985 Kilogramm. Und da eine Menge als solche nicht ausreicht, wir brauchen dafür auch immer die Zeit, steht eben pro Minute, also es werden 0,985 Kilogramm pro, ist immer ein Bruchstrich, Minute zugeführt. Auf der Abtriebsseite mit Kupplung und so weiter, gibt der Motor tatsächlich jetzt eine Leistung ab, also P ab. Und das ist eigentlich auch meine Nutzleistung, P Nutzen.